Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. So textete Reinhard May vor vielen Jahren. Hier unten bei uns, unter den Wolken, gibt es aber weder grenzenlose Freiheit noch grenzenlose Sicherheit, wie sie im Antrag der Aktuellen Stunde von der FDP adressiert wird. Und so beschäftigen wir uns jedes Jahr mit den Sorgen und Ängsten in Bezug auf die Brandenburger Kriminalitätsentwicklung. Sorgen und Ängste sind ebenso wie Sicherheit und Kriminalität Begrifflichkeiten, die sich schwer objektivieren und schwer messen lassen. Für die Kriminalität verwenden wir die polizeiliche Kriminalitätsstatistik PKS, wohl wissend, dass ihre Aussagekraft Grenzen hat. Trotzdem müssen wir einmal zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der Straftaten 1994 bei 328.499 und 2012 bei 195.146 lag. Die Kriminalitätshäufigkeitszahl ist dementsprechend von fast 13.000 pro 100.000 auf 7.819 pro 100.000 in 2012 gesunken. Dies ist vergleichbar mit den Zahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, aber leider für ein Flächenland immer noch kein guter Wert. Wenn wir diese lineare Abnahme der Kriminalitätsbelastung in den letzten 18 Jahren anschauen und uns die Zahlen der Stellenentwicklung bei der Polizei anschauen, so machen wir ebenfalls eine interessante Beobachtung. Das Absinken der Kriminalität war von einem parallelen, kontinuierlichen Stellenabbau begleitet. Von 1999 bis 2012 sank die Stellenzahl von 10.306 auf jetzt gut 8.500 zum 01.01.2013, dem Datum, ab dem die Personalreduktion durch die rot-rote Polizeistrukturreform 2020 erst einsetzt. Ich will damit diese Reform nicht verteidigen. Auch wir Grünen haben die Zielzahl 7.000 und das Standortkonzept hart kritisiert und begrüßen, dass es doch erhebliche Modifikationen an den ursprünglichen Überlegungen gegeben hat. Es kann aber auch nicht akzeptiert werden, dass ständig simplifizierende Korrelationen zwischen Stellenzahl und Kriminalitätsentwicklung gebetsmühlenartig wiederholt werden. Sonst hätten wir in den letzten 18 Jahren einen stetigen Stellenaufwuchs haben müssen, meine Damen und Herren. Und Herr Lakenmacher, ich sage Ihnen, wenn einem die Zahlen nicht passen, dann wird halt einfach mal die statistische Methode der PKS infrage gestellt. Stichwort Dunkelfeld ist in Brandenburg besonders hoch. Und das ist auch nicht seriös, sondern eher obskur. Wir haben in Brandenburg und auch dies erst nicht in den letzten Jahren, aber zwei Problembereiche. Einerseits die deutlich höhere Kriminalitätsbelastung in der Grenzregion zur Republik Polen und die im engeren Verflechtungsraum. Letztere erklärt sich durch die generelle Korrelation von Kriminalität und Bevölkerungsdichte, speziell aber auch durch die enge Verbindung zur Metropole Berlin. Auch dort haben die Fallzahlen stark zugenommen. Bei der in den letzten beiden Jahren stark im Fokus stehenden Grenzkriminalität konnten durch massiven Einsatz glücklicherweise erste Erfolge erzielt werden. Besonders bei Diebstählen rund ums Kfz und auch bei den landwirtschaftlichen Maschinen. Dass die grottenschlechte Aufklärungsquote in der Grenzregion um über 5 Prozentpunkte gesteigert werden konnte, ist ebenfalls ein Silberstreifen am Horizont. Dafür rückt jetzt der andere Hotspot, der Speckgürtel, stärker in den Fokus. Die Steigerung der Wohn- und Hauseinbrüche um 17% ist eklatant und eine zusätzliche Herausforderung. Ebenso wie in der Grenzregion nachhaltige polizeiliche Ermittlungsarbeit und Kooperation mit den polnischen Nachbarn der richtige Weg ist, so muss auch die Einbruchskriminalität im engeren Verflechtungsraum gemeinsam mit Berlin angegangen werden. Die PKS 2012 bietet wie jedes Jahr, Licht und Schatten.
eine nach Delikten und Regionen differenzierte Betrachtung tut Not. Dass sich die besorgniserregend niedrige Aufklärungsquote von 2011 etwas erholen konnte und die Straftaten insgesamt rückläufig sind, könnte ein Indiz dafür sein, dass das Chaos der Umstrukturierung überwunden wird. Mein letzter Satz, Herr Präsident. Grenzenlose Sicherheit können wir niemandem versprechen, und wir sollten auch in Wahljahren der Versuchung widerstehen, es zu tun.